Udo Jürgens, haben Sie eine Ahnung, warum und wie das zur Titelmusik für Tom und Jerry wurde, was ja auch im ZDF lief? Ich habe eines Tages einfach einen Anruf bekommen, ja, dass sich die Schöpfer von Tom und Jerry mich gewünscht haben, dass ich ein Lied schreibe für die Sendung, für die europäischen Länder, für Deutschland, ja, Österreich, Schweiz, aber auch für einige andere noch. Und das war natürlich ein toller Auftrag. Es war nicht einfach, muss ich dazu sagen. Mhm. Es sollte ein, das musste ich aufs Bild schreiben. Die haben mir eine Filmsequenz geschickt, ja, und dann habe ich das darauf gemacht. Da waren Szenen, so die typischen Szenen. Das war schon Feintuning. Ja, und das musste so ziemlich genau passen mit den Bildern, und das hat großen Spaß gemacht. Okay, und wir haben einen wahnsinnigen Spaß daran, dass Sie heute bei unserer Geburtstagsfeier mit dabei sind. Eine Ehre. Dem 50. Und jetzt kommt Ihr, so viel Zeit muss sein, und jetzt, Udo Jürgens, kommt Ihr allergrößter Fan. Hier ist Harpe Kerkeling. Das ist absolut rührend und wir freuen uns erst recht. Wann fing deine stille, laute Zuneigung zu Udo Jürgens an? Die fing an, als ich Kind war. Da war er ja schon im Prinzip der größte Star des deutschen Sprachraums und auch weit darüber hinaus. Und wirklich eine richtig große Liebe ist daraus geworden, lieber Udo. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war 1991. Ich bekam den Bambi. Und das war einen Tag nach dem berühmten Outing, was sich auch 20 Jahre jährt. Und der Einzige, der auf mich zukam, neben Frank Elstner und Walter Scheel, und mir die Hand gegeben hat, war Udo Jürgens. Oh. Und das werde ich nie vergessen. Applaus. Ja. Aber da muss ich das. Ich bin sehr stolz darauf, dass er ein Fan ist, wie er sich selbst bezeichnet. Das kann ich nur zurückgeben. Ich war natürlich vom Anfang an. Dann teilt ihr eine gewisse ein Leidenschaft für einander. Totaler Fan seines Humors und seiner Art. Und wirklich toll. Schön, dass es die gibt. Genau. Castingshow hat man damals noch nicht dazu gesagt. Aber deine Fernsehkarriere begann im Grunde genommen bei einer Art Talentwettbewerb in der Funkausstellung? Was war das? Ja, das war eine Kooperation zwischen dem ZDF und der Hör zu. Und seinerzeit saßen in der Jury der ehemalige Unterhaltungschef, berühmte Unterhaltungschef des ZDF, Wolfgang Penck, und Harald Juhnke. Und da hatte ich dann das große Glück, als Entertainer da den ersten Platz mit 16 Jahren zu machen. Und das Schöne war, am nächsten Tag lief ich stolz durch Berlin und traf Harald Juhnke. Da hatte er einen Hut auf, zog den Hut und sagt: Chapeau. Also er kannte mich wieder. Einen Tag später, er wusste immer noch, wen er da gekürt hat. Ja, davon träumt man doch. Ja. Großartig. Und da ging's los. Und du hast parallel dazu immer noch Bilder im Kopf gehabt, was aus dir werden sollte? Im Gegensatz zu den großen Kollegen, die da sitzen, hatte ich schon so eine Vorstellung. Ich wollte eigentlich Musik ist Trumpf irgendwann moderieren. Das war schon so meine Vorstellung, ja. Udo, können Sie sich noch an Ihre liebsten Fernsehsendungen, wir sind ja nun heute, das ist wie so ein Familienalbum. Man schlägt die Fotos auf und sagt, weißt du noch? Bei mir ist eigentlich so, dass ich darüber gar nicht nachdenke, was die Liebsten waren, und manche waren schwer und so. Im Großen und Ganzen ist es so unglaublich, dass ich erleben darf, dass ich in der ersten deutschen Fernsehsendung, die das deutsche Fernsehen überhaupt gemacht hat, in den 50er Jahren, schon als ganz kleine Nummer, aber immerhin mit Musik mit dabei war, und dann später im ZDF. Großartig. Ja, viele Jahre mache ich das schon. Und dass ich immer noch das tun darf und kann. Und mit großer Freude immer noch Lieder schreibe. Sie und müssen, weil es dieses schön Publikum sich so wünscht. Danke. Das Tolle bei Udo Jürgens ist natürlich auch, dass er im Grunde genommen bei jedem großen runden Geburtstag des zweiten deutschen Fernsehens dabei war. Wetten, das hat logischerweise auch viele Geburtstage gefeiert. Und wir zeigen Claudia Schiffer und Harpe Kerkeling bei Wetten, das.
ausgebrochen. Hallo. Ich weiß nicht, ich nicht anfassen, nicht anfassen. Ich sage, ich habe Schnappatmung ein bisschen. Ich habe für Sie Blumen mitgebracht. Dankeschön. Ich habe auch mal meine Karte da. Wenn Sie vielleicht, wenn Sie in der Gegend sind, dass Sie sich mal melden. Ich bin Single. Nein, weißt du, Frau Schipper, sind Sie mit dem Flugzeug? Genau, ich bin mit dem Flugzeug. Von London, nicht? Genau. Ich bin ja von Grevenbroich. Ich bin mit der S-Bahn. Ja. Sag mal, Frau Schipper, ich meine, wir müssten auch fast im gleichen Alter sein. Kann das sein? Nein. Und Claudia Schipper war völlig konsterniert. Claudia Schipper war völlig konsterniert. Maybrit, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt selber nicht die Hälfte davon verstanden, von dem, was ich da erzählt habe. Ja, sie war konsterniert, aber ich muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, ich bin oft darauf angesprochen worden und Thomas weiß das auch. Also Claudia Schiffer wusste natürlich, um wen ich mich handle. Und sie hat versucht, da sehr nett, wie ich finde, mitzuspielen. Ja. Ja. Horst Schlemmer, wie fühlt man sich, wenn man so ein Monster erschaffen hat? Ja, wie fühlt man sich da? Ich war mir so sicher, nach einer Sendung will das keiner mehr sehen. Ich probiere es mal aus, mache es einmal, dass es dann 6 Jahre in diesem Kittel werden und ich nur noch diese Zähne und dieses Gesabbere und also, dass ich das wirklich gerne gemacht habe. Wie veränderst du die Stimme? Wie ich die Stimme verändere? Die Stimme ist ja unglaublich, wie du, deine Stimme wird plötzlich um etliche Töne tief. Ja, aber du bist ein musikalisches Genie. Ich mache Folgendes. Ich arbeite stimmlich, so das ist etwa meine Stimmlage, die ich privat habe. Dann gehe ich mal ganz langsam, immer tiefer. Und irgendwann lande ich hier. Da komme ich gar nicht runter. Nein, ganz. Es ist nicht anstrengend. Gar nicht anstrengend? Macht man da Atemübungen zwischendurch, dass man das durchhält? Nein, das Schöne beim Schlemmer ist ja auch, der sieht so aus, als würde dem nicht gleich immer etwas einfallen. Und insofern habe ich dann auch mal Zeit und denke so, wie könnte ich denn jetzt reagieren? Schnaufst du mal ein bisschen? Und irgendwann kommt dann die Reaktion. Das ist schon sehr praktisch. Und die Handtasche ist natürlich eine, großartige Erfindung. Das ist nicht wirklich meine Erfindung, sondern ich darf vielleicht sagen, einer meiner Entdecker, der berühmte Programmdirektor Hüttenrauch, den es leider nicht mehr gibt, der hat irgendwann zu mir gesagt, als ich 18 war, also Sie könnten das schaffen, eventuell werden Sie mal ein namhafter Komiker, aber denken Sie daran, wenn Sie eine Figur erfinden, dann brauchen Sie ein Requisit, wenn das alleine auf der Bühne ist, muss man wissen, dass Sie kommen. Und irgendwann stand ich da in diesem Outfit und dachte, eine Herrenhandtasche. Die ist es. Und insofern bedanke ich mich posthum bei Herrn Hüttenrauch, der eigentlich diese Idee mir in diesem Moment eingepflanzt hat. Ach, wie toll. Großartig. Das berühmte Requisit. In welcher Rolle, Udo, sehen Sie ihn am liebsten? Ist es der Horst Schlemmer? Oder? Ja, ich würde sagen, der Schlemmer ist eine der Parade, also der besten Rollen. Wahrscheinlich ist das die Nummer 1. Aber ich finde, diese holländische Psychoanalytikerin. Elfje. Ja. Das ist natürlich schon auch was Grandioses. Ja. Haben Sie Spaß, liebes Publikum, noch mal einmal? Ja. Leider haben wir Elfje nicht da, aber ich möchte Ihnen noch mal was auch Ungetopptes zeigen aus dem schönen Oeuvre von Udo Jürgens. Der hat nämlich nicht nur wahnsinnig viele Melodien für uns erfunden, sondern er hat zusammen mit dem großen Peter Alexander, wir sind also mittlerweile bei der dritten Legende hier in der Runde, uns deutsches Publikum so charmant um jeden Finger gewickelt. Oh, Sie müssen es sehen. Udo, ist dir nicht gut? Brauchst du deinen Kamillentee? Mister, your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you are looking for. Jetzt bist du dran. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once to beg for more. Oh, yes, sir. I can boogie, but I need a certain song. Yeah, Peter Alexander und Udo Jürgens.
waren im Grunde genommen die Vorreiter von Aerobic. Ja, das ist auch unerreicht. Ja. Haben Sie sich gut verstanden? Das ist eine eigentlich bekloppte Frage, sehr, ich stelle sie trotzdem. Sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. So Jux-Geschichten in Fernsehsendungen, in seiner Show. Ja. Die war eine ganz großartige, berühmte Show. War ich sehr oft zu Gast. Mhm. Und gab es irgendwas ganz Besonderes an ihm, was Sie am meisten fasziniert hat? Ja, wir haben uns mal gegenseitig, er hat mir mal mich reingelegt, er wusste, dass ich Knoblauch nicht besonders gern habe. Oh. Und da hatten wir eine große Duettgeschichte, eine lange. Mhm. Und er hat vorher extra, bis ihm fast schlecht wurde, Knoblauch gegessen, um mich dann, wenn wir dann zusammen singen, also zu schockieren. Mhm. Das war wirklich das war ein Problem, denn er hat dann viel mehr Probleme gehabt als ich, weil er den ganzen Abend kein Mensch sich mit ihm unterhalten will. Apropos nicht unterhalten wollen. Harpe Kerkeling hat die Erfahrung gemacht, dass man sich mit mancher historischen Persönlichkeit eigentlich nicht unbedingt länger unterhalten wollte, oder? Wir haben im zweiten deutschen Fernsehen hier bei Terra X Harpe Kerkeling in verschiedene historische Rollen schlüpfen lassen. Da gibt es auch atemberaubend schöne Fotos, die schauen wir uns noch mal an. Und irgendwie hatten die alle einen Hau, oder? Ja, und dagegen hatte ich mich auch gewehrt. Ich habe gesagt, auf keinen Fall mache ich die Kleopatra. Und dann hat Gero von Böhm mich aber überzeugt. Ich sage, das wird einfach nur lächerlich. Ich kann es nicht machen, aber ich finde, es geht. Man konnte es dann doch machen. Harpe Kerkeling als Michail Gorbatschow. War das schwer? Schon. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber am Ende, also ich glaube, es waren insgesamt 32 berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die ich da innerhalb von einer Woche darstellen durfte. Und man stellt fest, die ganz Großen hatten alle einen Hau. Mhm. Also ausnahmslos. Ja. Vor allem die. Die hatte auch einen ganz großen Hau. Ja. Elisabeth die Erste. Die Erste, Karl Marx. Und haben wir noch einen auf Lager? Nein, aber der ist irgendwie, wir haben jetzt nicht alle 32 aneinander gewartet. Gibt es irgendwie eine Lieblingsfigur aus dieser Reihe von dir? Ja, Christoph Kolumbus. Ich glaube, das war so der einzig normale Mensch neben Michail Gorbatschow. Wir müssen unbedingt mit euch noch was spielen. Nämlich eine sehr, sehr tolle Klassiker-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen. Hört auf den schönen Titel Erkennen Sie die Melodie? Die kennt ja eh alle von Udo. Man kennt alles und weiß die Musik. Und schon geht's los. Erster Titel. Ein Quiz. Da. Mosaik für Senioren. Nein. Udo, hast du eine Idee? Nein? Was war denn das? Eine Idee von, na? Das Heute-Journal in den 50ern, ich weiß es nicht. Auch kein Quiz, auch kein Heute-Journal in den 50ern. Hier ist die Auflösung. Was? Disco! Das war die Titelmelodie. Lass das mal hier. Null Erinnerung. Ja. Da haben die früher auch schon geklatscht. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Aber ich. Oh, wir machen gleich weiter mit der nächsten Melodie. Ich war endlich mal im Disco zu Gast. Ja? Ja, ja, klar. Krimi. Krimi. Ja. Krimi. Oder? Krimi. Kriminal. Krimi ist schon mal sehr richtig. Sie so sind ähnlich. Im warmen Bereich. Ja, wenn's, klingt so ähnlich wie Derek, also kann es nur der Alte sein, oder? Ja! Ja. Es ist der Alte. Und wir gucken mal kurz die Auflösung. Ja. Großartig. 97 Punkte. Sehr toll. Und hier einen dritten. Den haben wir auch noch. Der ist wieder ein bisschen komplizierter. Da warst du bestimmt auch auf. Da. Mireille Mathieu war da, Nana Muscuri war alle. Da, James Last bestimmt. War da. Richtig. Und es war eine, wo der Last es war, genau, wie hieß die? Ihr seid auch schon wieder sehr im heißen Bereich. Ja, wie? Stabparade. Toll! Sie haben recht. Sehr gut. Nochmal 100 Punkte. Hier ist die Auflösung. Ihr seid ja großartig.
Und Pepe Lienhardt hat es natürlich hervorragend intoniert. Super. Habt ihr großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. So sehen Sieger aus. Aber jetzt das liebste Programm im ZDF nach wie vor. Also wenn man dann nach Hause kommt und so ein bisschen an der Fernbedienung spielt, was guckt habe dann. Hast du eine Lieblings... Ich sehe dich gerne. Was? Im Übrigen. Ich sehe dich wahnsinnig gerne. Ja, muss ich sagen. Ich sehe dich sehr gerne. Aber auch Frau Slomka. Ja, toll. Und Terra X ist eine meiner Lieblingssendungen. Mhm. Aber natürlich auch die großen Unterhaltungsshows. Mhm. Und würdest du sagen... Ja, nachts nicht. Nachts kommen ja meistens schon sehr brutale Krimis, dass man manchmal unter der Decke verschwinden muss. Das stimmt. Wirklich zu brutal, finde ich. Aber, ja. Oder gute Dokumentationen. Haben Sie, Udo, ein Lieblingsformat? Die Heute-Show. Mhm. Ja. Heute-Show finde ich sensationell. Mhm. Ja. Auch dafür gibt es logischerweise Applaus. Und wir kommen jetzt zu einem sehr schönen Thema, das zwingend mit dieser Sendung verbunden ist. Wir haben nämlich von Ihnen wahnsinnig viele Klicks bekommen im Internet. Wir sind häufig geklickt worden. Dort sollten Sie nämlich abstimmen darüber, welche Sendungen in 50 Jahren ZDF-Fernsehgeschichte die liebsten Sendungen waren. Ihre liebsten Sendungen, also quasi Ihre Herzensperlen. Und das, was wir in der letzten Show schon ermittelt haben, die Plätze 10 bis 6 nämlich, die gucken wir uns schnell nochmal an, nur damit Sie so eine ganz grobe Idee davon haben, wer also schon gewonnen hat. Platz 10, Ich heirate eine Familie. Dann das aktuelle Sportstudio, Katrin Müller-Hohenstein, Dieter Kürten. Auf Platz 8 Neues aus der Anstalt, Platz 7 war Aktenzeichen XY und auf Platz 6 interessanterweise Löwenzahn. Ja. Der bestbewohnte Bauwagen und wahrscheinlich der berühmteste Bauwagen von Peter Lustig, jetzt logischerweise mit Nachfolgern. Was dächtet ihr, wer müsste jetzt noch kommen? Wer könnte noch fehlen? Es fehlen natürlich die großen Dinger fehlen noch. So die ganz die großen populären. Dinger. Das ist doch mal eine super Anmoderation. Freunde, die großen Dinger fehlen noch. Wir gucken Ihre Top 5. Platz 5 geht an den schönsten TV-Rummelplatz der Fernsehgeschichte. Hans Rosenthal und seine kunterbunte Schießbude namens Dalli Dalli. Sie sind natürlich der Meinung, das ist spitze. Kapitänsmütze auf und los geht es. Sie haben das Traumschiff mit Platz 4 geehrt. Seit über 30 Jahren schalten Millionen Zuschauer ein, wenn Geschichten so seicht wie das Meeresrauschen über die Bildschirme flimmern. Hauptsache, es sieht gut aus. Frank Elstner macht jetzt ein Fass auf, denn die Bronzemedaille der beliebtesten ZDF-Sendungen geht an Wetten, dass. Dann natürlich Wetten, dass gehört zum Klassiker. Ich finde Wetten, dass einfach spannend. Da sind, ist eine tolle Show. Ist eine schöne Entspannung, ist lustig, man sieht Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Top, die Wette gilt. Eins, zwei oder drei. Eine absolute Überraschung auf Platz 2. Von Anno dazumal mit Michael Schanze bis heute mit Elton. Das Kinderquiz 1, 2 oder 3 erfreut sich bei Ihnen riesiger Beliebtheit. Ja, 1, 2 oder 3, Traumschiff, aber Kindersendung schon wieder vorne. Wer hätte das gedacht? Das ist erstaunlich, oder? Erstaunlich, sehr erstaunlich, ja. Ja? Was tippen Sie, was tippst du, könnte, müsste, sollte? Die absolute Nummer 1 von... Ich hätte natürlich gedacht, Wetten, das ist Nummer 1, hätte ich gedacht. Hätte ich auch gedacht. Hätte jede Wette verloren. Ja. Mhm. Heute läuft jeden heute. Tag. Nein. Heute ist es. Heute ist es nicht. Läuft jeden Tag. Fernsehgarten. Hätte sich dann irgendwie in die Hirne der Menschen so eingeschmiedet, dass Fernsehgarten leider auch nicht. Frontal 21. Hatten wir auch gerade. Dann weiß ich nicht. Weiß es wirklich nicht. Aber irgendwer muss es ja sein. Ja. Vielleicht meine Lieblingssendung. Ihr denkt noch mal ein bisschen nach.